zusammen auch von meiner Seite. Ja, die Überschrift Kata getrieben von ein paar Spezialisten und wenigen Lean-Enthusiasten. Wir sind da gestartet, vor 5 Jahren mittlerweile auch. Und was ich so festgestellt habe über die Jahre ist immer, darum sitzt der Kreis auch hier und darum sind wir noch keine 10.000, schade eigentlich, dass es immer wieder getrieben ist von ein paar wenigen und wir geben uns Mühe und ackern uns jeden Tag auch ab, wie bringen wir das Thema denn in die Breite. Und ich will im Stile von Yoko Ten, ja, Wissen teilen, ja, heute auch einen Beitrag leisten vielleicht für den einen oder anderen und auch Fragen stellen, weil ich da nicht auf jedes eine Antwort auch habe, sondern auch weiterhin suche, wie bekommen wir das hin, dass wir das Ganze auch schaffen, weiter in die Breite zu bringen. Manchmal auch einen Schritt zurückzugehen und dann wieder 2 nach vorne, kann auch eine Lösung sein. Gut, bevor ich starte, kennt jemand die Firma Peri? Außer jetzt die Konsorten Mittelhuber und so? Ja, Helge, ja, ja. Ein paar wenige. Da möchte ich eigentlich auch einsteigen. Ein paar Worte zunächst zu der Firma Peri. Ja, die Firma Peri ist Weltmarktführer. Ja, also man mag die kennen noch nicht viele. Ja. Firma Peri, was machen wir? Hauptsächlich Schalungsmaterial für und Gerüstbau, Engineering. Alles, was so größer ist wie so ein Einfamilienhaus, sei es eigentlich so die Nummer von Peri, wo wir versuchen, unsere Aufträge auch zu bekommen. Auf der rechten Seite sieht man auch, wie so Schalungen aussehen. Es sind kleine Schalungen von einem Quadratmeter bis ganz große Schalungen, 3,30 Meter mal 2,70 Meter, große Dimensionen. Der Gerüstbau, ganz normal Eingerüsten von Gebäuden und das Engineering. In Stuttgart steht auch ein Gebäude, ein sehr schönes Gebäude auch, das Daimler-Chrysler-Museum. Und da haben wir die Schalung auch hingeliefert, da gibt es keine gerade Wand, alles rund. Und mit dieser Engineering-Leistung hier versuchen wir für Kunden individuelle Lösungen zu schaffen und dann die Bauwerke möglichst simpel, einfach und schnell dann auch nach oben zu ziehen. Die Unternehmensführung, der Herr Alexander Schwörer, der macht den Vertrieb und Marketing, der Herr Fabian Kracht, Finanzen und Organisation und der Herr Leonard Breig ist auch mein direkter Vorgesetzter, ist für Produkt und Technik zuständig. Hier rechts sieht man das Werk, sind ca. 370.000 Quadratmeter, ja, so die Richtung. Hier hinten, das haben wir noch dazu gekauft, da hört schon das Bild auf. So, das ist die Größe. Gegründet 1969 vom Herrn Arthur Schwörer, der ist leider schon verstorben. Hauptsitz in Weißenhorn, das ist bei Ulm, ca. 20 Kilometer von Ulm. Da sind 1700 Mitarbeiter am Standort. Weltweit ca. 7000. Wir haben ein weltweites Vertriebsnetz von über 100 Tochtergesellschaften, um möglichst nahe den Kunden auch beliefern zu können. Umsatz 2014 war 1,1 Milliarden Euro. Das Umsatzziel, vorweggenommen für 2018, ist 1,8 Milliarden Euro. Und daraus gibt es eine globale Strategie dann auch von der Gruppengeschäftsführung, wie wir das auch erreichen wollen. Die ist sehr, sehr klar und da gehe ich später noch ganz, ganz kurz mit einem Satz drauf ein. Gut, bevor ich jetzt in den Vortrag auch einsteige, erstmal Ist-Zustand, wo stehen wir denn? Ich habe das auf einer recht hohen Flugebene mal zusammengefasst. Das sieht man hier. Ja, wir sind gestartet so 2010, 2011. Der klassische Ablauf mit den Top-Führungskräften. Top-down, ja, sind wir da eingestiegen, haben alle auch mit integriert und haben das sukzessiv nach unten auch ausgedehnt, bis wir, Augenblick, das habe ich schon vorbereitet, bis wir unten am Wertstrom auch die Coaches dann auch hatten, die Teamleiter heißen die bei uns, die Meister sind die Coaches, die Second Coaches sind Segmentleiter, da gibt es 4 Segmente. Und Abteilungen gibt es 3 weitere und oben Fertigungsleitung ist der Third Coach und die Werksleitung ist derjenige, der die Ressourcen zur Verfügung stellt. Das ist die Struktur der Organisation, wie wir das verankert haben, bis nach unten bei den Teamleitern. Wir haben insgesamt hier stets 4.520 Coachings durchgeführt. Das sind die, die ich gezählt habe. Also davor gab es, glaube ich, auch noch einige, die wir noch nicht gezählt haben. Und haben dabei 161 Zielzustände erreicht. Nach jedem Zielzustand ist der Teamleiter mit seinem, also der Coach mit seinem Coach vor dem Management dran gestanden, habe das präsentiert, war teilweise extrem stolz, leuchtende Augen, ja, wo er das vorstellen konnte, was er da erreicht hat, tolle Einsparungen erzielt, ja, die wir auch nachgewiesen haben, entweder über Zeitaufnahmen oder über Einsparungen an Stunden. LKW ist jetzt nicht mehr in 70 Minuten beladen, sondern in 45 Minuten beladen. Haben das hochgerechnet jedes Jahr und das war wirklich eine tolle Sache auch bisher. Ja. 72 Führungskräfte hatten Kontakt mit der Kata. Und unten steht aber schon der Satz dran, warum kämpfen wir da immer noch jeden Tag? Und ich höre das auch raus, auch aus Gesprächen von heute, von gestern, ist immer wieder der gleiche Tenor. Was müssen wir tun, dass wir das Ganze schaffen? Und ich möchte mal ein bisschen Blick auch geben, was haben wir die letzten Jahre getan und gemacht, um genau dem entgegenzuwirken,
Aber so richtig den Schlüssel haben wir auch noch nicht, ja? Sondern nur mal die ersten Ansätze, wo wir sagen, es wird besser. Aber Quereinflüsse gibt es nach wie vor noch. Gut. Das haben wir heute schon ein paar Mal gehört. Diese Grundvoraussetzung, die muss passen. Wenn ein Teamleiter, ein Coachee, aber auch ein Coach oder ein Sektencoach schon hutschnurvoll ist mit seinen Themen, was er im Alltag schon macht, haben wir ein riesen Problem. Weil wir packen dann mit was Neuem hier noch oben drauf und ich habe da sofort den Faktor der Motivation im Keller. Ja, jetzt kommt ihr mit einem neuen Thema, das muss ich dann auch noch machen. Wie soll ich denn das tun? Ja, die Schwierigkeit ist dabei, das habe ich realisiert 2 Jahre später. Mist. Wir müssen daran arbeiten, dass wir diese Voraussetzungen schaffen. Das ist Yoko Ten Wissen teilen. Denken Sie daran, wenn Sie mit der Kata jetzt starten oder gestartet haben, haben wir die Voraussetzungen. Auch kleine Teamleiterbereiche, 5, 8 Mitarbeiter pro Teamleiterbereich, dass der auch die Zeit hat, die Prozesse in Ruhe anzuschauen. Sonst geht es nicht. Ja? Braucht sehr viel Zeit, einen Prozess zu beobachten. Wer schon mal eine Zyklusanalyse gemacht hat, mit Bauteilen, die Zyklen von 2, 3, 5, 8 Minuten haben, wenn wir wollen da 20 Zyklen aufnehmen, dann klingelt bei dem 10-mal das Telefon, bevor der sein Ding fertig hat. Der ist permanent auch abgelenkt. Das muss man alles berücksichtigen. Deshalb diese Voraussetzungen müssen langfristig gegeben sein in der Struktur, bei allen Beteiligten. Eine weitere Wahrnehmung daraus war dann auch zu sagen, das kennen auch viele schon, diese Motivation, Führung, Ausrichtung, Fähigkeitsthematik. Ich habe Motivation hier übersetzt mit Führung, weil wer motiviert denn im Endeffekt, ist es die Führungskraft. Ja, entweder der motiviert mich oder der demotiviert mich bei der ganzen Geschichte. Und diese Räder müssen ineinander greifen. Greifen die nicht ineinander, mir bringt der fähigste Mitarbeiter nichts, wenn er nicht so geführt wird oder wenn er nicht weiß, woran muss ich denn arbeiten. Gleichzeitig auch andersrum, wenn ich eine Ausrichtung habe, aber daran nicht arbeite, dann werde ich auch nicht effektiver. Das heißt, diese Kombination ist sehr, sehr wichtig, dass wir das in eine gute Reihenfolge dann auch bringen und uns das auch im Geiste bewusst machen, auf welcher Ebene sind wir denn gerade. Weil hinter jedem dieser Kreise, deshalb habe ich die auch als Kreise angedeutet, stecken PDCAs. Ich muss mir auch jedes Mal fragen, was ist mein Plan in der Ausrichtung? Wie mache ich das gerade? Wie gut lief es und was verändere ich daran? Fähigkeit, wie gut trainieren wir gerade? Plan, ja, was ist der Plan? Wie machen wir es? Wie verifizieren wir das Ergebnis? Was lerne ich daraus und verändere ich auch daran wieder? Auch hier leider 2,5 Jahre später erst so richtig realisiert. Mist, wieder schlecht. Naja, Spaß. Sind wir auch ein bisschen weitergekommen. Ein weiterer Step war dann, ich gehe jetzt auf die einzelnen Kreise ein, dieses Ausrichtungsthematik. Mein Gott, was haben wir darüber diskutiert und geredet? Wie machen wir das? Der Herr Schneider, das ist der Fertigungsleiter, der hier. Eigentlich müsste er hier stehen. Er hat schon mal einen Vortrag gemacht. Was wir da diskutiert haben, wie bringen wir das in die Breite, wie bringen wir die Unternehmensziele nach unten? Das ist so eine Wissenschaft für sich. Das Problem ist nur, das versteht er nicht, wenn wir das zu komplex machen. Wir müssen das so einfach machen, dass es der Mitarbeiter unten an der Linie dann auch versteht. Was wir gemacht haben in einem Step und auch in einem Piloten dann über ein komplettes Jahr, war dann zu sagen, wir haben ein strategische Ziele, ich bin vorher kurz darauf eingegangen, von der Gruppengeschäftsführung. Da fällt ein Teil für das Werk, das ist das Werk Weißenhorn, ab. Wir haben aber auch gleichzeitig hier eine Werksvision, nur Fehler, nur Verschwendung, One Piece Flow, das kennen wir alles, und ein Werkszielbild, das die Prozessgrößen beschreibt, worauf wir Wirkung erzielen müssen. Und diese im Einklang runtergebrochen über den klassischen MBO-Prozess hinsichtlich, was sind die Führungsziele und was sind die Standardziele für jede Unternehmensebene nach unten. Das heißt, Werksführungskreis 1, Werksleitung und Fertigungsleitung, hat die Ziele mit jedem einzelnen Segmentleiter und Abteilungsleiter abgestimmt. Und zwar auch nicht nur fürs ganze Jahr, sondern, das sieht man dann auch hier, die Kaskade haben wir nach unten gebrochen. In Quartalsreviews haben wir dann auch berichtet, was ist deine Herausforderung, woran hast du gearbeitet, was war das Ergebnis, was hast du gelernt und was gehst du als nächstes wieder an, um auf unsere KPIs Wirkung zu erzielen. Das war extrem sinnvoll, was wir da auch gemacht haben. Die Einsparungen daraus waren wirklich sehr, 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 sehr gut, sehr, sehr klar. Aber das Gelernte da dahinter ist unbezahlbar für die Leute. Ja. Das kann man jetzt nur immer schlecht darstellen, die Emotionen. Da hätten wir müssen eine Bilderdokumentation dann auch machen und eigentlich nur die hier ablaufen lassen. Aber ein ganz wesentliches Element hier, diese Ausrichtung, die muss klar sein. Wie mache ich einen vernünftigen Zielableitungsprozess, der so simpel und einfach ist, dass es die Mitarbeiter verstehen? Und das sind wir auch noch nicht gut, das würde ich gar nicht sagen, sondern nur, man muss kontinuierlich daran auch arbeiten, das muss in unserem Fokus sein, das immer wieder zu machen und möglichst noch weiter zu vereinfachen auch, weil je einfacher das ist in der
in der Hierarchie nach unten, wenn es da unten ankommt, dann machen wir es auch, weil da ist die Masse der Leute. Die müssen es verstehen, worum es da auch geht. Ein weiterer Punkt, wenn wir uns um das Thema Fähigkeiten oder mit dem Thema Fähigkeiten beschäftigen, ist, wir kommen aus einer Welt, wo bis 2009 war Lean da bei der Firma Peri kein Begriff. Ja? Warum? Weil der Markt da war. Wir konnten produzieren, was wir wollen. Die Kunden haben es uns aus den Händen gerissen. Ja? Und ab 2009 haben wir aber generell daran was verändert. Wir können nicht mehr alles produzieren, weil sich die Erde weiter dreht und wir auch effektiver sein müssen und daran auch arbeiten müssen. Deshalb haben wir auch gesagt, wir müssen die Leute qualifizieren. Nur alleine das Qualifizieren reicht noch nicht aus. Wir müssen das gut, klar und systemisch auch machen. Deshalb haben wir das hier gestartet, ein Lean-Grundlagentraining, zu sagen, an welcher Herausforderung arbeitest du? Bei uns beginnt das mit, es wäre innovativ, wenn. Die wurde hier eingetragen, dann Name und so weiter und so fort. Ja, und hier unten dann festgehalten, in der Theorie und Praxis, was trainieren wir? Das heißt, ein Lean-Trainer hat sich hier eine Woche mit einem Mitarbeiter, also einem Teamleiter, der verbessern soll, dieses Programm durchgearbeitet, Theorie und Praxis an unseren Anlagen, so lange geübt und getestet und dann in der Abschlusspräsentation der Führungskraft vorgestellt, was habe ich gelernt. Warum? Um auf dem Punkt Fähigkeiten gewappnet zu sein, wenn ich mit der Kata auch arbeite. Ja, PDCA muss ich wissen, was heißt PDCA? Wie baue ich ein Experiment überhaupt auf? Wie mache ich eine Zyklus- oder eine Tätigkeitsanalyse? Was ist ein Blockbild? Ja, wie baue ich das auf? Woran erkenne ich Abweichungen? All die Themen stecken hier drin. Woran wir auch gearbeitet haben, dass vor jedem Coaching zu starten, also wenn ein Neuer damit einsteigt, zu starten, dass er gerüstet und gewappnet ist und wir hier auch Wirkung erzielen und es können. Weil wir in der Vergangenheit festgestellt haben, wir haben Coachings gestartet, der war gar nicht so weit. Da haben wir 4, 6, 8 Wochen eine Ist-Analyse gemacht, weil dieses Training on the Job extrem lange gedauert hat, bis der Mitarbeiter das verinnerlicht hat. Ja, wenn wir dann Zielzustände, Herr Holdinger, Sie haben es vorher angesprochen, 8 Wochen haben wir auch gemacht, 8 Wochen. Nur waren nach 8 Wochen waren wir fertig, Ist-Zustand. Okay, wir wissen jetzt, wo wir stehen. Ja. Wir haben den Prozess jetzt sauber aufgenommen. Und das war schwierig und das war sehr, sehr demotivierend wieder für die Mitarbeiter, wenn wir da keinen Fortschritt leisten. Das heißt, die Verantwortung auch hier wieder für den Coach und Second Coach und weiter nach oben ist es, wie stellen wir das sicher, dass wir da besser werden, schneller werden, effektiver werden. Sehr, sehr einfach und aber auch nicht in einer Massenveranstaltung, die abfertigen, sondern 1:1 Training, wo der was lernt. Der kommt aus der Nummer gar nicht raus. Ja? Der fragt, wir sind immer im Augenkontakt und ich kann rausfinden, was kann er nicht und gezielt darauf eingehen und den weiterentwickeln. Und wenn es nur eine Stufe ist, aber ich bringe ihn weiter. Dieses Training kam hervorragend an, auch beim Betriebsrat. Ja? Warum? Komme ich auch gleich drauf. Kennen wir das? Ja. Neuer Weg, alter Trott. Ja. Ich habe lange überlegt, was hängst du da rein, ja, bei dem Thema Führung. Ich glaube, das ist ein mit ein entscheidender Faktor. Leider wachsen uns die Coaches, Second Coaches nicht auf den Bäumen. Ja. Bis du da mal einen hast oder einen findest, ist unglaublich schwierig. Und wir hatten auch das Problem, dann wechselt der Betriebsrat, da kommen 3, 4, 5 neue, die verstehen gar nicht, was Kata ist. Da fängst du wieder bei Null an, alles nochmals in Ruhe dann auch erklären. Du kommst zu einem Kata-Training, dann mit dazu zu einem Coach, ja, und auf einmal macht er wieder ganz andere Dinge, du fällst fast vom Glauben ab. Ja. Das ist so der Punkt, diese Routine, worüber wir auch immer sprechen, bis die mal manifestiert ist im Kopf, das dauert seine Zeit. Qualität vor Quantität kann ich hier nur mitgeben, darauf auch zu achten. Wir sind da selber auch, haben viele Täler durchlaufen, Alexander Hein, der sitzt auch hier im Publikum, der kennt das sehr, sehr genau, wie viele Täler wir da durchgemacht haben. Das war nicht immer ganz klar. Ja, und dann entsteht da alles nur nicht Kata, nur keine gute Kata, sondern alles Mögliche. Und wir brauchen da strategisch wichtige Unterstützer, die uns helfen, das zu machen. Wenn wir jetzt nämlich die Coaches oder auch Coaches auf externe Seminare und Schulungen schicken und da wird was ganz anderes gelehrt, wie wir eigentlich hier wollen, dann ist das kontraproduktiv. Wir müssen bereits darauf achten, wen stellen wir denn zukünftig ein? Welche Anforderungen braucht denn der? Ist nicht mehr der beste Schrauber, der dann gleichzeitig auch Führungskraft wird. Sondern das ist ja genau das. Wenn wir langfristig die Organisation ändern wollen und personenunabhängiger machen wollen, dann sollten wir uns in der Riege hier auch überlegen, welche Leute brauchen wir dazu? Welche Anforderungen brauche ich dazu? Das dauert seine Zeit. Die habe ich nicht von heute auf morgen und dann habe ich ja das Personal auch da. Die entlassen wir ja nicht. Die wollen wir ja entwickeln. Dennoch, um langfristig dahin zu kommen, glaube ich, ist es sehr, sehr wichtig, dass wir hier einen Schulterschluss auch haben mit diesen Herrschaften und das gemeinsam machen. Das ist kein Lean-Ding oder nur Führungskraft. Ja, das sind auch noch andere im Unternehmen, die dazu beitragen müssen.
Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Und auch aus vielen Diskussionen und Gesprächen heraus, wenn man das vernünftig und sinnhaftig erklärt, sagt da keiner nein. Weil wir wollen ja nichts Schlimmes. Wir wollen Mitarbeiter entwickeln und Wirkung erzielen auf KPIs, das unseren Arbeitsplatz sichert. Nicht mehr. Und darum ganz wesentlicher Punkt. Warum? Weil wir auch das haben. Fluktuation. Da hast du mal eine super Struktur. Ja, da funktioniert die ganze Kette nach unten, dann geht der. Dann stehst du da wie im Walde, ja, dann bricht dir die ganze Kette nach unten weg, weil einer geht. Zurück, drei Sachen wieder zurück, gehst da rein, ja, die ganze Struktur im Eimer, baust den neuen wieder auf, hast aber selber keine Kappa, weil wir zu schnell ausrollen. Ich habe heute Morgen den Vortrag von Continental, fand ich toll spannend. Ja, ich hoffe, ihr packt's, ganz ehrlich. Das ist nämlich unglaublich schwierig, weil wenn da einer geht, das hatten wir auch nicht auf dem Radar, hast ein mega Problem. Oder auch hier. Die musst du alle erstmal nachziehen, nachqualifizieren. Das dauert seine Zeit, bis da die Qualität dann auch wieder da ist. Unglaublich schwieriger Punkt. Ja. Darauf muss man achten, diese Mitarbeiter auch zu binden, Herausforderungen dann auch zu geben, zu motivieren. Wie kommen wir da auch weiter, auch in der Kette weiter? Wie kann ich meine Mitarbeiter so motivieren, dass es ein Schulterschluss ist, dass er gerne mit mir Verbesserungen macht? Weil das wollen wir ja eigentlich erreichen. Ob wir das jetzt Kata taufen oder anders, ist völlig egal. Wenn wir mit dem Mitarbeiter an der Linie stehen und Prozesse verbessern und wir beide abends heimgehen, das hat uns Spaß gemacht und da kommt ein tolles Ergebnis raus. Das ist doch das, was wir wollen. Wenn wir das in der Breite gut machen und Faktoren beachten, dann glaube ich, dann wird das für alle Beteiligten eine super Sache, ein rundes Ergebnis auch. Nur ist harte Arbeit, da hinzukommen. Und wir haben das auch gemerkt, selber auch erlebt, wie schwierig es ist, wenn das passiert. Ja. Und hier möchte ich es einfach mitgeben, darauf auch ein Augenmerk zu richten, wenn Sie damit starten. Wir sind auch toll gestartet. Die Schwierigkeit ist, dieses tolle Erlebnis aufrechtzuerhalten. Ja, ich bin auch beim nächsten Punkt, diese Selbstdisziplin hier. Ja, wenn wir mit Kata starten, dann müssen wir auch sagen, Mike hat das Modell heute Morgen hingeworfen. Das war klasse. Das ist der Standard. So wollen wir es tun. Kennen wir alle. 100-mal drüber gesprochen. Jetzt uns daran zu halten, das waren die tollen Charts mit Grün und Gelb und Rot, ja, eigentlich immer grün sein. Warum? Weil wir haben gesagt, wir wollen es machen und wir wollen starten. Die Selbstdisziplin, es jeden Tag dann auch zu tun, das ist die Schwierigkeit. Und auch hier, ja, ganze Kette. Da war auch ein Vortrag dabei, das fand ich interessant. Eigentlich war mein Vortrag vorher in den ganzen Vorträgen schon erklärt, der gesagt hat, na, hier unten ist viel grün, hier oben ist viel rot. Warum? Ja, wir starten top-down und dann ist oben rot und unten grün. Ja, wenn wir das ausrollen wollen und langfristig im Unternehmen integrieren wollen, dann müssen wir alle Köpfe, die da dabei sind, dahinter stehen. Da müssen alle Ampeln grün sein, nicht rot. Und da muss sich jeder selber auch hinterfragen, möchte ich das mit aller Macht, mit aller Power? Wenn ich das möchte, schaffe ich es auch. Da bin ich davon überzeugt, jeder Einzelne wird das schaffen. Es geht darum, wie trete ich von meiner Truppe auf, jeden Tag. Motivation. Wenn ich schon reinkomme und sage, oh, wieder Kata, so wieder rot, dann wird es nichts. Wenn wir uns aber darauf freuen und das regelmäßig machen, kontrolliert mit ein paar wenigen, das gut und dann ausrollen, dann glaube ich, können wir das auch schaffen. Aber die Selbstdisziplin ist eine sehr, 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 sehr harte Nummer auch, das jeden Tag immer wieder einzufordern. Und ich glaube, wenn wir das tun, dann kommen wir auch dem weiter nach, dass es nachhaltig wird, personenunabhängiger wird. Wir brauchen aber Disziplin, Geduld, müssen daran weiterhin auch arbeiten, um da aufzuschließen. Toyota hat uns 50 Jahre voraus, die lachen uns da ein Stück weit dann aus. Wir sagen, eigentlich seid doch ihr die Disziplinierten, nicht wir. Ja? Warum tun wir es nicht? Ja? Weil wir kennen es alle. Ja? Wenn wir uns dran halten, bin ich davon überzeugt, dann packen wir alle das. Vielen Dank. Applaus